Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und diesmal mit einem kleinen Vlog. Und ich nenne den Vlog T-Log. Ich wollte ihn eigentlich Daily T nennen, aber ja, wir wissen genau, dass so ein Scheiß nicht daily kommen wird. Und ich trinke gerade meinen Tee hier in diesem wunderschönen Haus. Und falls sich jemand wundert, es ist ein Willi Dunkel Halsfreund-Tee, weil wir keinen besseren Tee mehr haben, weil ich irgendwie den ganzen Rohbusch-Tee schon ausgetrunken habe und ich deshalb diesen verdammten Halswohl-Tee trinken muss. Aber ja, ich habe gerade keinen Bock, mir extra einen Kaffee zu machen, deshalb bleibe ich bei diesem verdammten Tee. Ich bin hier zu Hause mit meiner Katze. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Katze gerade umbringen will oder ob sie gestreichelt werden will. Ich bin da jetzt nicht so sicher. Oh, fuck. Ja. Tada! Jetzt wird gekocht, Motherfuckers. Wie soll ich diese verdammte Kamera machen, dass das irgendjemand sieht? Oh mein Gott. Hier ein bisschen Butter. Butter. Einfach das Ganze ein bisschen anheizen lassen, bis es schmilzt. Und jetzt kommt noch die geheime Zutat. Eier. Ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Oh fuck. Ganz wichtig gehört auch noch dazu. Toaster. Und das hier. Omelette de fromage. So, das hier ist mein Zimmer, absolut beschissen aufgeräumt. Ich leg das hier an diese Ecke. Einfach alles am fucking Boden. Und ja, das ist mein super cooles Mikrofon. Hier sind meine Leuchtboxen. Tada! Ist ganz geil, von denen habe ich zwei, die hier einfach irgendwie das ganze Zimmer ausleuchten. Ja, das hier ist gegen Schall, das fühlt sich irgendwie richtig geil an. So wie wenn man eine verdammte Katze streichelt. Das Teil hier ist geil. Das habe ich vor kurzem gekauft. Tadadada. Und ich zeige euch mal, was man damit machen kann. Einfach kurz reinschreiben. Tadadada. Dann auf Drucken drücken. Und jetzt müsst ihr hier irgendwie so geil was rauskommen. Dann kann man hier cutten. Ja Leute, das war's mit diesem kleinen kurzen Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und damit bis zum nächsten Mal.